Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Das ist der Ramses, das ist der Hannes. Grüß euch. Ich dachte moin und fürz euch und grüß euch und ja, noch mehr. Und wir wollen wieder eine Maß kreieren. Und diesmal wird es richtig brutal, denn das ist die Atommaß, oder wie ich sage, ein Thomas. Atommaß, versteht ihr? Atommaß, also eine Atommaß. Also das muss ich 50 Mal wiederholen, bevor ihr merkt, was ich eigentlich sagen will, weil ich finde es lustig. Und sonst nicht. Atommaß, was bist denn du für einer? Atommaß oder was? Atommaß. Ach, das ist egal. Was ich noch lustig finde, ist, was hier auf diesem komischen Karton steht, und das ist das Muttertier. Wir haben nämlich wieder Bierkrüge bekommen. Klatzenbiermock haben wir bekommen. Wir haben Bierkrüge bekommen von iScorp. Jens, danke dafür. Ohne dich könnten wir das gar nicht machen. Mir ist noch nie die Beschreibung aufgefallen hier an dem Ding. Wenn man da drauf guckt, XL-Glas Bierkrug, okay. Shoppe de Biere in Vero XL, okay. Pitcheri, Bebira, okay. Jarde Cavezza. Und dann Glatzenbiermock, versteht ihr? Glatzenbiermock. Wenn ihr auch ein Glatzenbiermock seid, dann schreibt es mal in die Kommentare. Ja. Habe ich jetzt irgendwie gesehen, aber es war noch nie aufgefallen, dass da so lustige Witze draufstehen. Wir wollen wieder eine Maß kreieren, eine Atommaß. Ich glaube, der Hannes war der, der das einfach erfunden hat. Also den Inhalt wusste man nicht, aber er hat schon immer gesagt, wir müssen mal eine Atommaß machen. Ich habe immer gefragt, was ist denn da drin? Ja, weiß ich auch nicht. Aber Hauptsache Atom und Maß. Das klingt auf jeden Fall brutal. Dann haben wir jetzt, als wir einkaufen waren, durch Zufall gesehen, es gibt ja hier diese Booster. Blue Bomb. Und bevor was Atomares in die Luft fliegt, muss eine Bombe explodieren. Und deswegen dachte man, das ist lustig, das passt. Aber wie ihr uns kennt, wird das nicht alles sein, denn die Atommaß, die muss richtig scheppern. Trotzdem ist es eine normale 3-Komponenten-Maß. Wollen wir euch erstmal weiß machen. Als Grundierung gibt es also wieder Bier, dann was nicht-alkoholisches und dann ein alkoholisches Topping. Wir fangen heute an mit als Bier dieses Tyski Gronni. Weil das klingt auch schon wie Tschernobyl und deswegen in der verstrahlten Atommaß ist ja da hier ein Tyski oder Tyskie. Wie sagt man denn? Tyskie würde ich sagen. Tyskie? Tyskie. Auf jeden Fall, wenn du es dir kaufst, steht an dem Schild ganz groß eh nur Gronni Pilz. Ne? Weil das steht zwar unten drunter, Tyski Gronni oder Gronje, aber da steht immer nur Gronni Pilz für zwischendurch. Das ist die Grundlage. Der Hannes, ne, da hat der Atompilz auch schon eingeschlagen. Ja, total. So, das ist die Grundlage, dieses Gronni, das schenkt man ein. Und die Mama sagt jetzt gleich, ach, das ist aber eine schöne Farbe, ja, ne? Ja, das ist eine schöne Farbe. Das ist gar nicht so verwaschen, wie man das von den anderen kennt. Das ist richtig kräftscher Humpen. Guckt euch das an. Kräftig, goldig, goldbraun, ja, gebacken ist, also im Wagen. So, die ist nicht so. Im Wagen, im Dings. Die ist irgendwie nicht durchsichtig, oder? Das ist irgendwie. Doch. Naja, aber das ist irgendwie dunkler. Ich sehe schon wieder die Hecke im Hintergrund. Nee. Wo die ganzen Bohnen drin liegen. So, wolltest du jetzt mal einen Schluck Gronni probieren, wenn du schon einmal hier sitzt? Sieht auch keiner, du bist eh nicht im Bild. Oh, guck, wie es trinkt. Ah, das ist das Gronni. Ne? Das hat so einen lustigen Namen. Ich probiere es nicht, weil ich trinke eh kein Bier. Ja. Das schmeckt auch nicht bitter, das schmeckt auch, also ich mache kein bitteres Bier. Ipa. Aber das schmeckt eigentlich gut. Nachdem die Biergrundierung also da ist, weil der halbe Liter muss ja immer erstmal Bier sein, haben wir also was Namensgebendes, nicht-alkoholisches für die Atommaß, eine Blue Bomb. Eine Blaubombe, die erstmal da reinfliegt von Booster. Machen wir mal auf, schütten wir mal da rein. Ich bin gespannt, ob das blau ist. Nee, rot. Das sieht lila aus, wie die Dose. So, schütten wir mal. Ach, das ist ja richtig rot, ja. Das ist. Der Hannes macht's von oben. Jetzt muss ich mal kurz. Seht ihr die Farbe? Guckt mal, wie rot das ist, wenn man das einfüllt. Das ist richtig. Ja, blutrot. Kirsch. Killer Kirsch, Tomatenrot mit Zeugs, also so Dings.
Ja, jetzt ist aber, oh, das ist ein Stierblutmoos, Hannes, ja. Stierblutmoos, ja. Da passt doch gar nichts mehr, nein. Wir haben heute schon ganz vorsichtig zwei andere Maß getestet, deswegen müssen wir jetzt immer uns konzentrieren, wenn wir reden tun. Das ist jetzt ist super Kirschmoos. Wir haben hier gleich Kesto Production. Guck dir die Kirschmoos an, was du da, weil du es so weit von oben eingeschenkt hast. Wir sind hier nicht bei Chill mit Ramses, wo man so einschenkt. Und dann hat man den ganzen Uluduck auf dem Tisch. Oh, Hannes. Du kämpf mal mit deiner Blue Bomb. Aber das passt, weil da ist der Atompilz drauf von der Atommaß. Ja, die Explosionswolke. Ihr wisst, das dritte ist ja immer ein Topping. Das Topping ist immer irgendein Taschenrutscher von der Kasse beim Netto oder Rewe oder Aldi oder sonst was. Wir dachten, wenn die Atommaß richtig knallen soll, dann muss das mit den meisten Prozent sein. Es gab verschiedene Liköre, es gab verschiedene was weiß ich hin und her. Und dann haben wir gesehen, der echte Nordhäuser Doppelkorn hat 38% und war damit das mit den meisten Prozent, was da an der Kasse rumstand. Gleichzeitig, dieser rote Deckel wirkt wie der Auslöser, wie der Knopf, wo du drauf drückst. Jetzt beende ich's. Dann explodiert die Atommaß. Dir wird's reichen. Ja, das ist jetzt einfach nur ein Blue Bomb Bier. Das sieht gut aus. Aber wir müssen es nochmal so zeigen, wie es jetzt aussieht. Müssen wir mal hier drauf drücken. Nochmal. So rot ist es. Aber so rot wird es wahrscheinlich auch bleiben. Da wird es nämlich an der Farbe nichts ändern. Jetzt hauen wir mal den echten Nordhäuser Doppelkorn drauf. Und wir haben euch angelogen, die 3-Komponenten-Maß wird eine 4-Komponenten-Maß. Wir haben gedacht, das ist vielleicht jetzt lecker durch das Booster. Süß, aber süß ist halt nicht brutal und pff. Der Nordhäuser Doppelkorn, den haben wir schon bei so vielen anderen draufgeknallt. Der macht ein bisschen, aber ist nicht äußerst brutal. Deswegen haben wir gedacht, wir müssen da was draufhauen, was richtig reinbrettert. Und haben noch diese Mad Dog 357 Soße, Hot Sauce, made with 6 million Scoville Pepper Extrakt. Wer die kennt, ich habe mal ein Video gemacht, diese Soße hat mich komplett vernichtet, weil ich da so einen Löffel genommen habe, habe die drauf, habe die probiert. Überall stand in den Bewertungen, ungenießbar, kann man nicht essen, da stirbt man. Nicht unverdünnt probieren und sonst was, nur für Großküchen. Wir machen immer so verschiedene Chili-Sachen damit und Challenges und wenn wir andere Soßen testen, ist die immer der Endgegner. Das ist die Silver Edition, deswegen ist ja hier diese kleine Patrone dabei. Und wenn ihr die Patrone aufmacht, habt ihr hier diesen Dosierlöffel. Damit schaufelt ihr einen kleinen Tropfen und so willst du es wohl gar nicht Mad Dog aus der Flasche raus und könnt einen ganzen Bohneneintopf für eine Großküche an der Grundschule würzen. Da freuen sich nämlich dann die Kinder. Ja, Hannes, komm, wir probieren es mal kurz so. Na gut. Wir müssen erstmal eh fürs Thumbnail das hier irgendwie reinhalten, dass man irgendwas sieht. So, damit es mal anders aussieht, die Kirschmoas. Na? Merkst du Doppelkorn? Das ist der Doppelkorn. Ja, der putzt dir schon jetzt die Zähne. Das stimmt. Wir wollen aber, das schmeckt halt jetzt einfach wie jede andere Maß, ne, wo Doppelkorn drin ist. Wir wollen jetzt halt wirklich das Experiment wagen und wollen mal hier von der Mad Dog. Wieso? Ich denke, du machst es mit dem Ding, mit dem Fuß und nicht dahin. Bin vorsichtig und versuche einen Tropfen Mad Dog jetzt hier drauf zu machen. So, das sieht gut aus. Nicht zu empfehlen nachzumachen. Das ist ein Tropfen Mad Dog. Reicht für eine ganze Grundschule in die Luft zu sprengen, ihr wisst Bescheid. Die tue ich jetzt hier rein und verrühren, dass sie jetzt nicht mehr so an dem Löffel rumklatscht. Hannes, möchtest du selber deinen Tropfen drauf machen? Oder hast du Angst, dass du dann wieder die ganze Flasche rankippst? Soll ich es dir dosieren oder willst du? Wie du willst, also. Du Komm kennst ich. Meine Dosierung. Ja, der Hannes, der verkippt sich nämlich gerne mal. Das heißt, ich pack dir mal einen Tropfen drauf. Ich kann ja jetzt absichtlich den Löffel voll machen und dir reinhängen. Das würde auch funktionieren. Also wirklich hier, da sowieso, wenn wir irgendwas mit Alkohol testen, packe ich ja immer einen Warnhinweis vorne dran, macht das nicht nach. Und mit dieser Mad Dog Soße macht das auch nicht nach. Nein, tue ich jetzt auch mal hier hin, vermisch das mal ein bisschen für dich.
Ach, die Mama wollte doch noch mal probieren, wie es jetzt schmeckt. Das finde ich sehr gut. Ich habe es einmal probiert. Einmal ja, aber jetzt hast du es noch nicht probiert. Mit dem Doppelkorn und einmal, oder habe ich das völlig schon krass hier, weil das ist stark nach dem Doppelkorn schmeckt. Mama, ich will ja nichts sagen, aber da schwimmt auf jeden Fall was drin. Willst du mal einen Schluck nehmen? Ich bin nicht der Erste, der es probiert. Thomas, ein Thomas ist da drin, aber nur einer. Willst du mal probieren? Nee, probiert ihr lieber erst. Wir zuerst, okay. Ja, die Mama, die kann ja... Du musst dann die Kamera ausmachen, wenn wir nicht mehr da sind. Irgendwie schwimmt das halt jetzt so drauf. Ich glaube, das hat sich nicht verteilt, das schwimmt einfach oben drauf und sieht komisch aus. Dann probieren wir halt mal. Prost. Prost. Nehmen auf ein gutes Sterben. Auf ein gutes Sterben. Langsam. Bloß ein bisschen. Du merkst das, es kommt später. Naja, leichte Schärfe kommt hinterher. Erstmal denkst du, du merkst nichts, aber du merkst, wie sich es irgendwie auf der Zunge ablegt und an den Lippen anfängt, dass da was ist. Aber es ist angenehm. Da ist was. Jetzt schmeckt es wie eine Chili-Maß, weil die Leute immer sagen, mach doch mal eine Chili-Maß. Aber wenn du Chili-Maß hinschreibst, sagen die, brauchst du Video nicht gucken, ist Chili drin, fertig. Aber eine Atom-Maß, ne? Die hat Bums. Also wir sind so gut abgehärtet, glaube ich, dass wir das gerade vertragen. Ich krieg schon wieder Bauchschmerzen, aber trotzdem, es lässt sich aushalten, es ist verteilt, es ist in dem Nordhäuser Doppelkorn, ne? Das ist sowieso. Willst du es jetzt mal probieren? Ich weiß nicht. Damit ihr mal den Unterschied seht. Ich hab Angst. Dann nimm halt einen Nibber und danach, wenn nicht, dann trinkst du halt hier die Flasche aus da zum Nachspülen. Nee, du hast ja noch nicht mal was zum Nachspülen, das ist es ja. Hier brauchst du? Hier sind wir zum Nach. Nee, sag mir erstmal, wie es ist, so wirklich so. Nee, das sag mal nicht, bevor es dann heißt, dass wir Leute überreden zu gefährlichen Sachen. Da sind wir jetzt vernünftig und sagen, wenn sie Angst hat, dann machen wir es nicht. Ne? Bevor es hier heißt, ich quäle hier die Leute. Ich würde sagen, dann nimm der Hannes noch mal einen Nibber und ich nehme noch mal einen Nibber. Nibber, dann würde ich jawohl, sagen, Brust. Ich habe es mir eigentlich schlimmer vorgestellt. Ich aber auch. Aber kann ja wie gesagt sein, dadurch, dass wir sowieso immer viel und gern scharf essen, dass wir es halt jetzt nicht so schlimm wahrnehmen. Deswegen mich jetzt interessiert, wie es bei der Mama wirkt. Aber vielleicht ist es trotzdem einfach zu wenig. Vor allem ist es halt, weil das schwimmt ja jetzt hier. Ja, vielleicht hast du nirgendwo was, weil... Alles die komplette Soße als Pfrapfen jetzt hier vorne rumschwimmt und deswegen kann der Rest gar nicht so scharf sein, weil das ja da schwimmt und ich nicht muss sagen, woanders. Ist trotzdem sehr angenehm alles. Also. Sehr angenehm, gut. Das ist Atomos, Atomos. Ja. So, dann Prost, Hannes. Prost. Bei dir hat sich da die Blase, hat das alles einfach mitgenommen. Jetzt, ich kann ja mal genau da trinken, wo die Insel schwimmt. Ja, Maddog zieht immer nach, ne? Kommt immer hinterher. Jetzt merke ich, die Insel ist das Feurige gewesen. Ja. Ja, das heißt, wenn einer euch die Insel wegtrinkt, dann macht noch mal einen Tropfen rein, dass ihr eure eigene Insel wieder kreiert. Jetzt hast du es auf jeden Fall deutlich spürbarer auf der Zunge. Ja. Hat also leider nicht so gut funktioniert, wie ich dachte. Ich dachte, wie bei Großküchen beim Essen, du rührst es rum und egal an welcher Stelle du da isst, ist das scharf. Aber ja hier hat sich es einfach versammelt. Ja, da ist einfach es und das andere ist gefühlt verschont geblieben. Das ist leider so. Das so. Ist, weil das kühl ist. Ansonsten war es das, glaube ich, jetzt mit der Atom-Maß mit Mad Dog 357 Silver Edition Spezialsoße zum Schärfen. Mir brennt trotzdem jetzt die Lippe. Ne? Ja, leicht. Aber war wieder eine gute Idee. War gut. Jetzt müssen wir keine Atommaß mehr machen. Die ist jetzt auch weggestrichen von der Liste. Wenn ihr noch irgendwelche Maßkreationen kennt oder was man testen kann, dann schreibt es mal in die Kommentare. Sonst denken wir uns vielleicht wieder irgendwas aus. Immer wenn der Hannes kommt, gucken wir, dass wir wieder mal ein paar Maß kreieren. So, das war es jetzt von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses und euer Hannes. Führt's euch. Führt's euch, genau. Führt's.